Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich sitze hier wieder nicht alleine, sondern neben mir sitzt... Selfie-Sandra, die ganz coolste aus Deutschland und Genau. Wir nehmen heute zusammen mal wieder ein Video auf und zwar seht ihr es bereits im Titel. Sandra spielt heute zum ersten Mal Minecraft. Bevor wir uns gleich in das Spiel reinstürzen, Sandra, zunächst einmal eine Frage an dich. Hast du schon mal Minecraft gespielt? Ich habe noch nie Minecraft gespielt. Noch nie? Noch nie. Weißt du, um was es in Minecraft geht? It was at this moment, Luca knew. He fucked up. Oh, sorry, ich sehe das hier durch nicht. So, Sandra, ich klicke jetzt auf Einzelspieler und klicke erstmal auf Neue Welt erstellen. Das ist meine Welt? Ja, das ist deine Welt. Wie guck, scheiße die ist, sieht die aus, Alter? Die ist jetzt... Die ist noch nicht fertig, Sandra. Also. Das ist deine Welt. Beweg dich mal. Wie denn, Digga? Du spielst Minecraft mit der Maus und mit der Tastatur. Also, du kannst... So hüpft man. Nee, da läuft man... Nein. Und wie läuft du man denn jetzt? Hier mit WASD. WASD, das sind die... Ja, genau, am besten Mittelfinger auf W. Ah. Genau, dann läufst du nach vorne. Und hiermit kannst du dich so umgucken. Und das ist das Wasser. Genau, und da ertrinkst du gerade. Ey, da sind Fische, lass sie essen, Junge. Wie kann ich denn nach unten tauchen? Shift. Wo ist denn das Shift? Da. Nicht Shift. Shift. Da hoch, ja, Leertaste gedrückt halten. Leertaste gedrückt halten. Oh mein Gott. Da haben wir. Oh, da müssen wir erstmal durchschnaufen. Und sowas macht dir Spaß? Sowas hat dir früher Spaß gemacht, Digga? Das macht mir immer noch Spaß. Ich finde, das ist ein cooles Spiel. Ich muss halt überlegen, bei Minecraft ist es halt so, jeder, der das Spiel spielt, hat eine eigene Welt. Keiner hat irgendwie die gleiche Welt. Du kannst doch die ganze Zeit einfach Leertaste gedrückt halten. Mit deinem Daumen. Mein Daumen? Sandra. Genau, und jetzt mit den drei Fingern machst du WASD hier. Genau da. Ja, genau. Ja, WASD. Und dann kannst du rüber schwimmen. Und dann kannst du die Hand an die Maus packen. Und dann kannst du... Jetzt haben wir es, sorry. Ja, genau. Das ist so die Steuerung, die man, oder die Handposition, die man die ganze Zeit haben sollte. Okay. Du kannst Leertaste wieder loslassen. Weil ich bin wieder oben, ne? Jetzt musst du wieder drücken, damit du hochspringst. Und dabei W, damit du nach... Ach so, also... Nach vorne springst. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und du bist... Alter, du bist auf einer einsamen Insel. Bin ich alleine hier? Du hast kein Essen, glaube ich, da. Oh mein Gott, bleib mal mit stehen. Mit wem soll ich mich denn fortpflanzen? Bleib mal stehen. Bleib... Hey, geht's hier auch nicht um Rambazamba auch? Wenn nicht, dann machen wir das Spiel gar keinen Spaß. Luca! Ey, das ist ein Wal! Was für Wal? Wal zu Wal. Kann Wo ich ist mich ein Wal? Da, siehst du das Das sind nicht? Fische! Ah. Was für Wal? Denkst du, da schwimmen 10 Fische auf... 10 oh, da hinten ist noch eine Insel. Wollen wir da mal hinschwimmen? Boah, das ist schon unfair. Ich weiß nicht, ob ich die Kondition dafür habe. 3 Wochen später. Luca, wie lange dauert das denn noch? Kann man nicht einen Sprint machen? Ein Sprint übers Wasser. Ja. So wie Jesus damals. Ja, nee, Jesus von Nazareth. Als das Meer hochging. Genau der. Eine Frage, was macht dir Spaß, wenn ich jetzt einfach nur WSD drücke und Leertaste? Wie können denn Leute hier 15 Stunden davor chillen, Alter? Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Bei Minecraft geht es aber auf jeden Fall darum, dass jeder, der in das Spiel reingeht, eine eigene Map hat. Das heißt, keine Map sieht genauso aus wie eine andere. Und deine Map hier... Sieht halt ganz schön beschissen aus und langweilig, Alter. Du kannst einfach W und Leertaste gedrückt halten die ganze Zeit. Dann läufst du die ganze Zeit, genau. Also. Nein, also Leertaste nicht nur, wenn du im Wasser bist. Das Ziel des Spiels ist es auf jeden Fall, dass du das Spiel mehr oder weniger durchspielst. Was kann ich denn? Was sind da für Levels? Levels jetzt nicht unbedingt, aber es gibt einen Ort, der heißt, das End. Was? Und dadurch... Und wo finde ich das? Das dauert zu lange, das zu erklären. Auf jeden Fall ist quasi das Ziel des Spiels, dass du in diesem Ort namens... Was ist namens, das denn hier für eine Scheiße? Wo ist denn was zu essen? Du kannst mal Fische töten, theoretisch. Auf jeden Fall ist das Ziel des Spiels, dass du in... Kann man sich hier auch McDonald's aufbauen? Ja. Ich hab was gefunden, Luca. Was denn? Das da. Was ist das? Da waren... Das ist die Insel. Oder was? Nee, was ist denn das? Was ist hier denn für Umweltverschmutzungen? Da, siehst du das? Das ist ein Tintenfisch. Ja, den möchte ich jetzt essen. Ein Tintenfisch ist keine Umweltverschmutzung. Ich habe noch nie so einen beknackten Tintenfisch gesehen. Mann, jetzt halt doch die Fresse. Komm doch zu mir, ich habe Hunger, ich habe kein Leben mehr. Auf jeden Fall, um aufs Thema zurückzukommen, das Ziel des Spiels ist... Was ist das denn? Immer noch ein Tintenfisch, Sandra. Und dann kannst du den gleich schlagen, wenn du näher dran bist. Du kannst ja jetzt nicht auf 20 Meter Entfernung mit dem schlagen. Okay, genau, ich jetzt bin wieder ein bisschen zurück. Nervös, ich bin bisschen zurück, nervös. Genau. Bisschen wieder, genau. Ja, und jetzt gleich jeden Moment kannst du den Tintenfisch schlagen, weil du bist dann in der Reichweite ja, jetzt? Ah, du hast ja kein Leben mehr. Habe ich das Spiel jetzt verloren? Ja, jetzt wird es automatisch deinstalliert. Nee, du kannst jetzt ganz einfach auf Wiederbeleben klicken. Hier, zack, und dann bist du wieder da, wo du vorhin
hergekommen bist. Aber Sandra, um dir das ganze Spielprinzip nochmal ganz kurz zu erklären, das Ziel des Spiels ist es, dass du in diesen Ort namens End kommst und da fliegt dann ein Drache rum, der Ender Dragon, und den musst du töten. Und das ist quasi das Ziel des Spiels. Auch mit der Linkstaste? Mit der Linkstaste, ja. Das ist das Ziel des Spiels und bis dahin kannst du quasi machen, was du willst. Also du kannst theoretisch sagen, ey, du willst jetzt hier diesen Sandblock abbauen. Ah, das geht auch. Ja, du kannst die ganze Welt verändern. Und jetzt hast du quasi den Sandblock hier unten drin. Hier, das ist dein Inventar. Aha. Hier sind alle deine Dings. Das hier bist übrigens du. Ich sehe ja voll scheiße aus. Besser als in echt. Auf jeden Fall kannst du hier mit der linken Maustaste, wenn du die gedrückt hältst, kannst du Dinge halt einfach abbauen. Wenn du jetzt natürlich nichts in der Hand hast, dann schlägst du die ganze Zeit, wenn du das drückst. Aber du schlägst quasi einen Block kaputt und dann kannst du die Blöcke nehmen und mit der rechten Maustaste wieder irgendwie hinsetzen. Und dann können wir hier beispielsweise so ein Ding bauen. Das ist... Eine Frage, und was bringt mir dieser Turm jetzt? Das Wichtigste für dich jetzt hier allerdings erstmal ist, dass du dir Holz holst. Weil aus Holz kannst du dir Stöcker bauen und aus Stöckern kannst du dir Sachen machen wie eine Spitzhacke oder ein Schwert und damit kannst du dich dann gegen Gegner verteidigen. Andere Leute würden W gedrückt halten und immer hüpfen, wenn sie hüpfen müssen. Sandra drückt die ganze Zeit W und Leertaste, die ganze Zeit. Sehr gut, Sandra. Sehr gut, Sandra. Du hast dein erstes Stück Holz. Wo kann ich das jetzt hinpacken? Jetzt kannst du einfach rechtsklick drücken irgendwo. Nee, das ist zu weit weg. Da. Ich möchte aber noch mehr Holz. Ja, jetzt gedrückt halten. Ah, gedrückt halten. Und dann hast du deinen... Zweites Stück Holz. Und das packen wir jetzt übereinander. Ich finde, man hat hier so einen leichten Sehfehler drin, ne? Ein Sehfehler. Das Spiel gefällt mir gar nicht. jetzt habe ich, wo ist denn jetzt mein Holz? Ah, jetzt übereinander, oder wie? Ja. Zerstören. Stock. Rezepte verfügbar. Zerstören. Kopf wird zerstören. Insel zerstören. Hol dir mal noch ein bisschen mehr Holz eben. Nein, Insel zerstören. Zerstören. Das Spiel gefällt mir irgendwie doch. Guck mal, der Baum ist gar nicht mehr da, weil ich hab alles zerstört. Guck mal nach links kurz. Nach rechts wieder, da wo die Sonne ist. Die Sonne geht nämlich jetzt unter. Weißt du, was das heißt? Nein. Es wird Nacht. Weißt du, was das heißt? Nein. Es wird dunkel. Und weißt du, was passiert, wenn es dunkel wird? Nein. Dann kommen Monster. Ich habe keine Waffe. Luca, wir müssen mir jetzt Spitzhacke bauen. Da jetzt gedrückt halten auf dem Baumstamm und da gedrückt halten, genau, dann kriegst du das zweite Stück Holz und du brauchst danach noch ein drittes Stück Holz und damit können wir uns schon mal die ersten Sachen machen. Also den da oben jetzt auch noch abbauen. Oh Gott, ich bin nervös, Alter. Jetzt hast du drei Holz. Okay, und jetzt drückst du E. Einmal. Jetzt nimmst du dein Holz, klickst es an, jetzt gehst du da oben hin auf das Viererfeld. Das? Jetzt, genau, packst es da rein, drückst nochmal. Und jetzt drückst du da rechts dreimal drauf. Nochmal. Und jetzt packst du davon alle vier voll. Ich mach das mal kurz. Und in die Werkbank packen wir jetzt das hier so rein. Und das hier ist das Crafting-Rezept für ein Schwert. Und jetzt Crafting-Rezept, was laberst? Da sind die Monster. Luca, da sind die Monster. Sandra. Das ist ein Unterwasserlicht. Genauso wie das da hinten. Und das. Und das. Das sah aus wie Monsters. Aber das ist... Nee, das ist unser Kackturm. Ich dachte, das wäre ein Monster, aber es ist einfach unser Scheißturm. Ich habe das ganze Spiel jetzt mal ein bisschen heller eingestellt. Also das ist mit dem Shader, Sandra. Guten Morgen, guck dir mal die schönen Sterne an. Ja, guck mal nach vorne. So, da seht ihr jetzt, Leute, ich habe das Ganze ein bisschen heller eingestellt, damit ihr zumindest ein bisschen was sehen könnt zu Hause. Sandra, wir sind jetzt auf dieser Welt. Und... WSD und Leertaste immer gedrückt halten, Junge. Warum sind sie so anstrengend? Weil du neben mir sitzt. Du machst mich nervös. Warum gehst du denn nicht weg? Sag mal, du hörst dich manchmal an wie so ein Bösewicht, der so lacht. Sollen wir dich mal anschauen von der anderen Seite? So. Ja. Wieso schlafe ich denn nicht? Hä? Wie sollst du denn schlafen, Sandra? Das ist... Hallo, kannst du dich mal hinlegen? Junge! Wie soll er sich denn hinlegen? Junge, geh doch schlafen! Wie soll er sich denn... Das sieht ein bisschen aus Whirlpool, ne? Wie Whirlpool? Ich kann mal jetzt vom Wasser, das vom Meer, das da reinpacken, dann haben wir Swimmingpool. In welchen Whirlpools warst du denn bisher in deinem Leben, Alter? Das ist einfach nur ein gegrabenes Stück Scheiße. Anscheinend ist es in Minecraft jetzt so, dass die irgendwie unter Wasser viel mehr hinzugefügt haben. Und das sieht man auch hier mit diesen ganzen Sträuchern. Wahrscheinlich jeder, der länger schon Minecraft spielt als ein paar Monate, der wird mir jetzt sagen, dass das schon länger der Fall ist. Sandra, du stirbst! Das Gold! Du stirbst. Was für Dol- Gold? Wieso Gold? Drück mal W, halt mal W gedrückt. Und genau, du musst nach oben und... Ich hab's geschafft. Oh. Alter, guck mal dein Leben. Ah! Sandra. Was?
Du hast ein halbes Herz. Leben. Das Wichtigste ist eigentlich in Minecraft, dass man nachts übernachtet halt. Wie bin ich da jetzt gestorben? Vielleicht bist du irgendwo. Punktestand 0? Ich habe doch fast 10 Minuten gezockt. Was ist das für eine Scheiße? An der Stelle würde ich auf jeden Fall das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Ich halte es ehrlich gesagt nicht mehr mit dir aus hier. Was nimmst du jetzt? Endfazit, das war das beschissenste Spiel, was ich in ganz Deutschland gespielt habe. Okay. Danke dir auf jeden Fall, dass du im heutigen Video zu Gast warst, Sandra. Danke, dass ich mit dir hier Minecraft spielen durfte, dass dir das Spiel zeigen und erklären durfte. Wie hat es dir denn gefallen auf einer Skala von 7 bis B? A. A, ja, okay. Vorhin hast du A nicht genutzt, hast du nur WSD genutzt. Ja, deswegen aber nutzen wir das jetzt, Junge. Nutzen wir jetzt, genau. Wenn euch das heutige Video auf jeden Fall gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Sandra hat jetzt auch einen YouTube-Kanal. @SelfieSandra und es ist schon der erste Vlog online. Genau, Sandra hat auch einen YouTube-Kanal. @SelfieSandra heißt sie da, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Außerdem ist soeben eine neue Folge unseres Podcasts online gegangen. Dick und doof. In der Folge haben wir geredet über Politik. Genau. Wenn ihr den euch anhören wollt, dann ist dazu auch ein Link unten in der Videobeschreibung. Schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr einen zweiten, dritten Teil Sandra, Luca, Minecraft haben wollt oder nicht. Ich hoffe nicht, denn es war echt anstrengend. Ich hoffe auch nicht und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Goodbye, @SelfieSandra folgen. Tschüss.